Holzgerlingen bei Böblingen. Apotheker Björn Schittenhelm hat den Kampf gegen Corona aufgenommen. Mit Erfolg. Denn hier funktioniert, was die große Politik in Berlin noch nicht hinbekommen hat. Leider hat sich Herr Spahn noch nicht bei uns gemeldet. Das Böblinger Modell ist, glaube ich, noch nicht ganz in Berlin vorgedrungen. Wir sind in der Pandemie. Es hilft nichts, wenn wir lange diskutieren, wenn wir jetzt noch lange um den heißen Brei reden. Sondern wir fangen einfach an, wir machen. Die Rede ist vom sogenannten Böblinger Modell. Das bedeutet, jeder, der will, kann sich testen lassen. Ganz flott und absolut unbürokratisch. Ja, herzlich willkommen im Corona-Schnelltestzentrum. Wie Sie sehen, bei uns geht es so schnell zu, dass fast keine Schlange da ist. Wir bestellen die Menschen im Minutentakt bzw. nachmittags, abends sogar im 30-Sekunden-Takt ein. Das heißt, kurze Warteschlangen hier. Wenn die Ampel auf grün schaltet, geht es nach oben ins Testzentrum. Im ganzen Landkreis gibt es 5 Einrichtungen dieser Art. Genug, um die Virenlast der Böblinger Bürger im Blick zu behalten. Die sind begeistert, zumal der Test auch noch umsonst ist. Und das war's schon. Sie wohnen ja hier im Kreis, ja. Da gibt's den kostenlosen Test. Bitte schön. Dankeschön. Einfach online Termin buchen und hier erscheinen. Das war's. Ich hätte was zahlen hätte müssen, hätte ich es vielleicht nicht gemacht. Aber wenn es jetzt eh kostenlos ist, habe ich gedacht, schadet's ja nicht. Während die Testoffensive von Gesundheitsminister Spahn ins Stottern gerät, drückt man in der Provinz aufs Tempo. Ganz ohne Faxgeräte, sondern mit einer perfekt funktionierenden Handy-App. Die Herzkammer ist sicher unsere digitale Lösung, unsere Dr. Box-App. Es ist überhaupt ermöglicht, in dieser hohen Frequenz schnell zu testen. Wir nehmen die App, nehmen den Test in die Hand, scannen den Test und das System fragt jetzt ab, wie ist das Ergebnis des Tests. Wir gucken ihn uns an, sehen, nur die Kontrolllinie ist da, keine zweite Linie. Also der Test ist negativ, wir drücken hier auf diese Taste und in dem Moment kann er die App aufrufen und sieht, ah, okay, mein Testergebnis ist negativ. Im Landkreis Böblingen stiegen die Corona-Zahlen zuletzt wieder leicht an. Auch unter den heutigen Schnelltests sind weniger schöne Resultate. Unser erster positiver Fund heute. Und Sie sehen jetzt schon, die T-Linie ist extrem deutlich gefärbt. Das heißt, dieser Mensch hat Corona. In diesem Fall erfährt der Betroffene das Ergebnis nicht nur per App, sondern auch persönlich am Telefon. Ja, Dr. Schittenhelm, Testzentrum Holzgerlingen. Mit wem spreche ich? Ich habe schlechte Nachrichten für Sie. Ihr Test war positiv. Also damit sind quasi Sie, Ihre Frau und die beiden Kinder erstmal unter Quarantäne. Wir haben ja noch Probenreste von Ihnen hier. Die geben wir jetzt heute ins Labor und machen daraus noch einen PCR-Test. Der war total überrascht und das ist eben genau das, was wir häufig haben. Das ist ja auch genau letztendlich mit der Grund, den wir hier haben. Wir testen Menschen, die komplett asymptomatisch sind. Menschen, die sich aus bestimmten Gründen testen und dann aus heiterem Himmel fallen, so nach dem Motto, wieso bin ich jetzt positiv? Hatte keinen Kontakt, der kann sich überhaupt nicht erklären, warum er positiv ist. Im kleinen Rahmen hat der Landkreis hier hinbekommen, was auf Bundesebene noch nicht funktioniert. Die entdeckten Infektionen sprechen für sich. Die Zahlen von letzter Woche waren, dass wir über fast 15.000 Tests gemacht haben inzwischen in den Schnelltestzentren und über 150 positive. Wenn man das dann hochrechnet und denkt, das sind Menschen, die vielleicht 3, 4, 5 bis zu 25 Menschen anstecken, dann kann man sich relativ leicht ausrechnen, wo die Inzidenzwerte wären. Ein Testangriff dieser Größe ist kostspielig. Eine 250.000 Euro hat der Landrat locker gemacht. Eine Investition in mehr Sicherheit. Von daher gibt es nur eins, testen, testen, testen. Die Politik hat es so langsam auch verstanden. Ich hätte mir auch vorgestellt, dass es ein bisschen früher diese Erkenntnis reift. Aber jetzt kommt die Bundespolitik und die Landespolitik, denke ich, auf den Trichter, zu sagen, jetzt muss wirklich mehr getan werden in der Testung. Das bayerische Bobingen. Hier gibt es eine Firma, die Schnelltests für den Eigengebrauch anbietet. Allerdings nur theoretisch. Denn praktisch fehlt dafür noch die Zulassung. Eine 500.000 Tests liegen hier auf Lager. Bislang nur für die Profi-Anwendung. Der neue Laien-Selbsttest wäre dasselbe in grün. Also der Inhalt ist ja identisch, weil alle Tests sind unter anderem eben auch für die Nase geeignet. Der wesentliche Unterschied ist eher der Verpackung, weil wir hier eben Antigen-Schnelltests nicht zur Eigenanwendung haben. Und in Zukunft ist es eben dann ein Antigen-Selbsttest, der dann eben zur Eigenanwendung geeignet ist. Und was wir auch noch dabei haben werden, ist dann eine farbige Gebrauchsanweisung, die ausschließlich den Nasentest beschreibt, dass der Anwender wirklich so sicher wie möglich das Ganze dann, das Prozedere auch durchführen kann. Doch ohne Zulassung geht es nicht, zumindest in Deutschland. In Österreich sind die Selbsttests längst im Handel. Bereits im Januar hat die Firma 800.000 Stück dorthin verkauft.
Die Uhren deutscher Bürokraten gehen anders. Ich habe es in den letzten Wochen fast schmerzhaft erlebt, weil es sich eben wirklich extrem hingezogen hat. Wir haben die Tests seit Ende Oktober zur Verfügung für die professionelle Anwendung. Und im Dezember war so der Zeitpunkt, wo ich mir gedacht habe, Menschenskinder, es ist ja eigentlich so einfach, in der Nase einen Abstrich zu machen. Warum kriegen wir dafür keine Eigenanwendung, dass es jeder verwenden und nutzen kann? Und seitdem sind wir eigentlich mit dem Thema am Ball. Seit ein paar Tagen steht endlich fest, welche Bedingungen die Firma für die Zulassung erfüllen muss. Dass dieser Schritt erst nach vielen Wochen erfolgte, empört auch die örtliche Politik. Grüß Sie. Hallo, Mary. Das ist ja schön, dass Sie da sind. Hallo, servus. Hallo, schön. Ja, mir kam das in der Tat ein bisschen vor wie bei der Maut. Da warten wir in Deutschland auch noch auf das 1A-Satellitensystem und das seit über 10 Jahren. Bei der Maut ist das ärgerlich, bei Corona ist es viel schlimmer, weil da geht es um Leben und Tod. Wir dürfen es uns, glaube ich, nicht erlauben, von dem Impfstoffbeschaffungsdebakel auf der Bundesebene jetzt in das nächste Debakel, in ein Testdebakel zu rutschen. 3 Selbsttests wurden mittlerweile zugelassen. Mehr als 2 Dutzend weitere Anbieter warten noch auf das Go für ihre Produkte. In Bobingen rechnet man frühestens im April mit dem Verkaufsstart der Ware. Mit viel Eigeninitiative will man auch auf der Hamburger Reeperbahn die Krise überwinden. Corona hat die Feiermeile hart getroffen. Die Club- und Partyszene liegt seit Monaten im Koma. Doch statt zu jammern, wird angepackt. Meine Lieben, heute Nachmittag erwarten wir über 500 Leute. Es gibt keine große Veränderung, außer dass wir heute eine weitere Schlange aufgemacht haben. Die Schlange ist speziell nur heute für unsere Antigen-Kombinationstestung. Das heißt, in Schlange 3 schicken wir heute die Leute hin, wo wir praktisch die Antigen-Testung einmal durchführen, zusammen mit der PCR-Testung. Dann würde ich sagen, auf, viel Spaß euch bei der Arbeit. Danke euch. Seit Monaten bietet das Start-up Corona Free Pass günstige PCR-Tests an. Knapp 25 Euro kostet die Gurgelprobe. 4, 5 und zurück. Testen, um wieder zu tanzen. Schon in der ersten Welle der Pandemie bildete sich auf dem Kiez kreativer Widerstand. Dann haben wir uns so ein Partyzelt besorgt. Normalerweise wird hier, glaube ich, so ein Weihnachtsmarkt drin stattfinden. Haben uns solche Absperrgitter organisiert. Und auch die wurden uns freundlicherweise vor dem Spielbodenplatz zur Verfügung gestellt. Und worauf wir sehr stolz sind, sind auf unsere Container. Die haben wir dann kurzerhand als Teststation ausgebaut. Das Problem ist tatsächlich einfach, dass wir von der Politik da so ein bisschen ignoriert werden, habe ich immer den Eindruck. Und dass wir irgendwo das, was wir hier aufgebaut haben, überhaupt nicht gewertschätzt wird, sag ich mal. Ne? Also von den Leuten schon, die zu uns kommen, klar für diese zusätzliche Sicherheit. Aber was können Sie damit anfangen, außer jetzt Ihre Verwandtschaft zu besuchen oder zu verreisen? Aber ein Stück Freiheit in dem normalen Leben, das heißt weggehen, wieder mit Bekannten treffen, essen gehen, Friseur, solche Geschichten, das kriegen Sie dadurch nicht wieder. Mit einem negativen Corona-Test, so die Hoffnung der Betreiber, könne auch das Nachtleben wiederbelebt werden. Und je sicherer der Test, desto besser. Heute vergleichen Sie in einer Feldstudie die Wirksamkeit von PCR-Tests mit Schnelltests. Hallöchen. Hi. Du hast jetzt 2 Becher bekommen? Ja. Einmal, das wäre der ganz klassische mit dem Gurgeln. Ja. Heute wollen wir aber was Neues ausprobieren. Jetzt kommen jetzt die Antigen-Teste. Und wir haben uns überlegt, bevor die auf den Markt kommen, wollen wir mal mit 1000 Leuten das mal gegenvalidieren. Mhm. Wie sicher sind diese Antigen-Teste? So. Okay. Ja. Und schön in den Becher rein. Ja, mit spitzem Mund. Klasse. Ja. Danke. Untersucht werden die Proben im eigenen Labor. Julie Ramper ist Ex-Restaurantchefin und Ex-Bundeswehrärztin. Ich finde, in der Politik ist es heute so, morgen ist es so, da kommt man nicht mehr mal wirklich ganz hinterher. Ich denke gerade über meinen eigenen Tellerrand hinaus und sehe zu, dass ich irgendwas tun kann, um zu helfen. Alles, was mir möglich ist, mich jetzt nur allein auf die Politik darauf zu verlassen, glaube ich, das wäre zu einfach. So, die 86 ist fertig. Machst du die Dokumentation? Ja. Negativ. Wenn Pandemiemüdigkeit und Politikverdrossenheit Hand in Hand gehen, dann wird es anstrengend. Doch davon lässt sich Axel Strelitz, Mitbegründer der Corona-Free-Pass-Initiative, nicht unterkriegen. Früher war er hauptberuflich Clubbetreiber. Und genau das will er auch wieder sein.
Das ist schon eigentlich unerträglich, wenn die DNA in einem brennt, dass man Leute unterhalten möchte. Es ist unerträglich zu sehen, dass hier Stillstand ist. Und gleichzeitig ist es aber auch, also gibt es mir eine große Freude und eine große Hoffnung zu sagen, lass uns doch mal jetzt drüber nachdenken, was wir hinkriegen können. Wir glauben, wir können eine Menge hinkriegen. Bürgerbeteiligung nennt man das. Vielleicht ist das ja der Weg, um diese Jahrhundertkrise zu bewältigen, damit auf der Reeperbahn endlich wieder der Bär steppen kann.